NASA und Roskosmos schließen technischen Fehler als Ursache für Leck aus. Mitte Dezember war Kühlmittel durch ein Leck an einer Leitung aus der Sojus-Kapsel ausgetreten, die aktuell an der ISS dockt. Verantwortlich dafür waren höchstwahrscheinlich Mikrometeoriten. ISS. Russland schickt Ersatz für beschädigte Sojus-Kapsel. NASA und Roskosmos haben am Mittwoch einen Plan vorgestellt, wie die beschädigte Sojus-Kapsel durch eine neue ersetzt werden soll. Drei Astronauten müssen deshalb einige Monate länger auf der ISS bleiben. Die Astronauten sollen mit einem Ersatzraumschiff zur Erde zurückgebracht werden, das im Februar zur ISS aufbrechen soll. Eine sofortige Evakuierung der ISS sei weiterhin möglich. In einer gemeinsamen Pressekonferenz habe die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und ihr russisches Pendant Roskosmos einen Plan für das Problem mit der beschädigten Sojus MS-22 präsentiert. Demnach will Russland bereits um den 20. Februar herum eine neue, dann unbemannte Sojus-Kapsel zur ISS schicken und das beschädigte Raumfahrzeug ohne Besatzung zurück zur Erde schicken. Für die ursprünglich mit Sojus MS-22 angereiste Besatzung, ISS Mission 68, aus zwei russischen Kosmonauten und einem amerikanischen Astronauten bedeutet das, dass sich ihr Aufenthalt auf der Station um einige Monate verlängert. Sergei Prokopjew, Dmitri Petelin und Francisco Rubio sind seit September an Bord und sollten ursprünglich im März zurückkehren. Einen technischen Defekt an der Kapsel schlossen Joe Montalbano, ISS-Manager der NASA, und Sergei Krikalev, Direktor der bemannten Raumfahrt bei Roskosmos, am Mittwoch aus. Roskosmos. Reparatur der Sojus im All ist extrem kompliziert und gefährlich. NASA. Rettung mit Crew Dragon Kapsel von SpaceX nur im äußersten Notfall. Beschädigte Sojus soll zurück zur Erde. Bei der gemeinsam durchgeführten Untersuchung waren noch einmal alle Bilder von diesem Zwischenfall analysiert worden. Krikalev betonte wörtlich, dass es in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle gegeben habe, als Astronauten wegen Problemen mit dem Space Shuttle der NASA nicht wie geplant zurückfliegen konnten. Und später mit einer Sojus-Kapsel zurück zur Erde gebracht wurden. Ende. Thank you.
Thank you.